Hallo, meine lieben Kreativlinge. Endlich ist es soweit. Ich? Ja. Kurze Vorgeschichte, kleiner Gag am Rande. Wir waren den ganzen Tag heute unterwegs. War ein sehr schöner Tag. Die Kleine hatte richtig viel Spaß. Aber wir sind auch total groggy. Auf jeden Fall kam ich nach Hause und waren zwei Pakete da. Das eine stand im Treppenhaus, das eine vor der Tür. Und ich denke mir so, Amazon an mich adressiert, denke mir so, Amazon, ich habe doch gar kein Amazon-Konto, aber da steht meine Adresse drauf. Und ja, ich bin da etwas vorsichtig, weil eine Freundin hat letztens mit Amazon da so Probleme gehabt. Und naja, schaust da mal vorsichtig rein. Und drin war das hier. Ich freue mich. Ich bin so gespannt. Das ist der Roller, den ich mir von der Webseite aussuchen dürfte, von K400. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder K400. Ich will euch eine kleine, wie die Seite überhaupt entstanden ist, will ich euch schon erzählen. Alberts Tochter, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Melody hieß die hat einen Rollerunfall gehabt, kam mit verstopften Knie nach Hause und ja, der Vater hat sich den Roller angeguckt und hat gesagt, die Qualität ist jetzt nicht gerade die beste, ne? Er schreibt den Händler an, die haben dann den alten zurückgenommen, haben einen neuen geschickt, die Qualität war jetzt auch nicht wirklich berauschend von dem neuen Roller. Und dann hat Albert gesagt, nee, komm, ich informiere mich da jetzt, was für Materialien die besten sind. Der hat dann sogar wirklich schweißen gelernt und hat den Roller selber gebaut für seine Tochter. Und die war so begeistert, dass sie das ja erzählt hat, dass sie da so einen Roller gemacht hat, also dass der Papa so einen Roller gemacht hat. Und ja, so ist dann eigentlich die Seite entstanden, weil er dann immer und immer mehr Aufträge bekommen hat. Und ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Wie gesagt, ich habe mir einen Roller angeguckt, die haben auch Skateboards für Kinder und Jugendliche. Sehr schöne Modelle, muss ich sagen. Aber ich habe mich für den Roller entschieden, weil für meine kleine Prinzessin, ne? Auf jeden Fall war ich etwas erstaunt. Denken wir so, Amazon, ja, ist ja kein Amazon-Kunde, aber als ich dann aufgemacht habe, wie gesagt, war der Roller drin. Da kann man es lesen. Ich bin so gespannt. So, lang genug geschnackelt, aber wie gesagt, die haben jetzt aktuell auch eine Rabattaktion. Ich verlinke euch alles. Ich verlinke euch auch mein Produkt hier. Und ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Oh, ich bin so gespannt. Ah. Ich stelle mich wieder an wie der erste Mensch hier. Die Kameraeinstellung ist gerade wirklich echt mies. Vielleicht mache ich euch mal einen Ticken höher. Moment. So, jetzt seid ihr einen Ticken höher. Ich muss jetzt ein bisschen lauter sprechen. Ja, aber ich kann auspacken. Ja, da ist das gute Stück. Ich bin so gespannt. Entschuldigt, wenn es wackelt. Ich stelle den Karton jetzt mal auf den Boden. Okay. Oh, der schaut ja schon sehr schnieke aus. Es knistert. Oh, der schaut ja echt schön aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Erstmal die Teile hier weg. Ich stelle mich bestimmt an wie der erste Mensch hier. Gehen die auch ab, die Gummigriffe, dass das Plastik da weggeht. Also verpackt ist er gut. Da hat jetzt auch nichts, also es ist nichts rumgeflogen oder so. Ja, die gehen ab, aber sehr schwer. Ja gut, die sollen ja, ne?
Die sollen ja halten und nicht wegrutschen. Ja, okay. Einmal Plastik raus. Also das Video bitte mit Bild angucken, nicht nur den Ton. Sonst hätte ich Probleme. So. Und ich bin echt mega gespannt. Ja, so schaut der Stab aus. Der ist größenverstellbar. Das finde ich super. Ja, ich glaube, die kleinste Größe könnte für meine Tochter reichen. So, schauen wir mal. Da ist der Nupsel. Also, ne, lässt sich also auch schön reindrücken. Schön verschieben. Machen wir mal die kleinste Stufe. Und hier oben kann man, denke ich, separat nochmal festdrehen. Da nochmal richtig festzurren und umklappen. Und dann stecke ich den jetzt mal rein. Der hat ja auch nochmal so einen Sicherungsmechanismus. Aber ich denke, bevor ich den da reinstecke, schauen wir uns den unteren Bau an. Also wie gesagt, das Ganze ist eine Kooperation. Das Ganze ist eine bezahlte Werbung. Gibt heute auch ein neues Gesetz, habe ich im Radio vorhin gehört. Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die leuchten! Ja! Da, sieht das? Oh, cool! Also, ich bin sehr gespannt. Die Bremse. Ja, die ist auch fest. Kennt ihr noch die City-Roller von früher mit den Metallbremsen, die so richtig heiß geworden sind nach einer gewissen Zeit? Das hier, da ist es nicht. Das ist Plastik. Und hat hier noch einmal, wie heißt's? Nochmal eine geriffelte Dingenskirchen. Ich komme da echt jetzt nicht drauf. Ihr sitzt wahrscheinlich jetzt vom Handy und denkt euch, oh Gott, das heißt so und so. Ja, ich bin sehr gespannt. Also das hier unten ist Gummi. Nee, doch nicht. Plastik. Hat sich gerade so angefühlt. Also es ist Plastik. Also ich finde den sehr interessant. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Also überhaupt nicht. Von der Qualität her, was ich bis jetzt so erfüllen konnte, finde ich ihn überhaupt nicht schlecht. Es ist alles fest verbaut, es ist jetzt nichts offen, ne? So wie bei der Bremse. Ich bin, ja, sehr gespannt, wie die Kleine damit fährt. Natürlich wahrscheinlich die ersten Versuche werden wahrscheinlich etwas kompliziert ausschauen. Aber ich finde das Design echt mega schön. Ja. Und was mich natürlich sehr freut, sind die Leuchträder. Leuchten die hinten auch? Ich glaube, da sind auch so LEDs drin. Ja, die leuchten hinten auch. Entschuldigt. Und es sind Gummiräder, also Vollgummi sind es nicht. Logischerweise, das sind Plastik mit Gummiummantelung. Aber ich finde ihn echt cool, weil logischerweise die LEDs müssen ja auch irgendwo verbaut werden, ne? Er ist auch nicht schwer. Also jetzt, wenn ich den mal zusammenbaue, ich hoffe, das klappt mit der Kamera. Ich baue den jetzt mal zusammen. Natürlich stelle ich mich an wie der erste Mensch hier. Oh, seht ihr das? Der überrascht mich immer mehr, der Roller. Ach. Nein. Ich baue den mal im Boden zusammen. Moment.
ist der Nupsi drin. Der Orangene, seht ihr das? Ja, was ich jetzt gerade gesehen habe, der hat Federung. Seht ihr das? Also der lenkt quasi in die Richtung, in die man ja, sich legt. Also finde ich echt klasse. Also ich bin begeistert. Schade, dass ich zu schwer dafür bin. Aber wie gesagt, die haben auch für junge Erwachsene, sage ich jetzt einmal, Skateboards für Jugendliche, für Kinder. Und ja, also ich finde ihn echt klasse. Auch die Farben sind schön. Ich kann ja mal meinen Mann herholen und seine Meinung dazu verlangen. Der ist da etwas fachtechnisch besser begabt. Ich glaube, ich werde es mal machen. Aber ich bin echt, für das Erste bin ich echt super begeistert. Wie gesagt, oben Gummigriffe. Und ich sage das nicht nur, weil ich den quasi ja in Kooperation bekommen habe, sondern ich hatte schon als Kind einige Roller. Ja, ne? Aber der, hinten Doppelräder. Ich glaube, ich werde mal meinen Mann dazu holen. Ja, mein Mann will nicht. Der sagt, das ist mein Part, aber ich finde, wie gesagt, ich finde ihn echt klasse. Das könnte ich jetzt stundenlang machen. Ich finde das echt cool. Also für das Geld, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, 35 Euro oder knapp 36, finde ich den echt super. Und die haben ja gerade E-Prozente, also ich würde zuschlagen. Jetzt ist Weihnachten, oder es kommt Weihnachten demnächst. Es ist ja gar nicht mehr so lang, noch 113 Tage, glaube ich. Und das ist echt ein schönes Geschenk. Wie gesagt, ich sage das nicht nur, weil ich den bekommen habe, aber ich finde ihn echt klasse. Leider ist der rosane ausverkauft, aber es gibt noch rot, lila und dann halt für Jungs blau auf jeden Fall. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wenn ich den hinstelle, wie meine Kleine reagiert. Also, ja, ich bin echt. Ich freue mich echt. Ich freue mich so. Ich bin sehr gespannt, was meine kleine Prinzessin dazu sagt. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Also, wie gesagt, ich kann den für den ersten Eindruck jetzt super empfehlen. Wenn ihn meine Kleine getestet hat, kann ich auch noch mal gern ein Update machen. Aber ich finde ihn gut. Der hat hier auch rutschfeste, ne? Wie man sieht. Also das ist zwar Plastik, aber es ist rutschfest. Genau, jetzt habe ich das Wort rutschfest. Ne? Das, was ich da hinten gesucht habe. Also ich finde den super. Ja, bedanke ich mich auf jeden Fall für die tolle Kooperation. Ich werde alles verlinken. Ich werde den Roller verlinken. Ich werde die Seite verlinken. Auf jeden Fall, wie gesagt, die haben jetzt gerade auch Prozente. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Vielleicht findet ihr das ein oder andere. Eben gerade welcher Weihnachten. Und ja, vielen lieben Dank. Dann bedanke ich auch mich fürs Zusehen und fürs Volllabern. Schön. Ich bin echt, ja, begeistert. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wieder mögt. Bis dahin sage ich tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund.